Okay, Freunde. Zweite Runde. Riesenflosse erwartet uns in der verfallenen Stadt. Unseren Riesenmorlock. Jetzt wollen wir mal schön die Luft rauslassen aus ihm. Und dafür habe ich einen Parler vorbereitet. Soll der eigentlich jetzt ganz gemütlich laufen? Hier die Riesenflosse, den Schwanz zu stutzen. Guter gegen Riesenflosse! So ist es, Freunde. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Also. Dann lassen wir den mal raus hier. Der Kollege arbeitet natürlich sehr viel mit seinen Morlocks. Und das wollen wir uns natürlich zugute machen. Viel Leben haben die meisten ja nicht davon. Deswegen hier so explosives Schaf oder sowas. Kann natürlich dann eine schöne Bremse sein für die Jungs. Da kommt auch schon der Morlock-Gezeitenrufer. Den haben wir auch mit dem Deck. Deckliste geht's wieder anschließend. Aber jetzt gucken wir erstmal zu, was wir hier alles Schönes machen können. Ganz wichtige Karte hier, die hungrige Krabbe, nehmen wir auch gleich jetzt mal. Und schnappen hier mal schön zu. Klick. Und weiter geht's, Freunde, weiter geht's. Er zieht hier übrigens seine Heldenfähigkeit, ist, zieht Karten, bis ihr so viele auf der Hand habt wie euer Gegner. Das heißt, immer wenn ihr draufklickt, schaut immer, dass er so viele Karten hat wie wir. Wir gucken natürlich, dass wir sie wegbekommen, ist da klar. Nicht mit mir. Aber nicht mit mir, Freundchen. So. Weg mit dir. Der nächste, bitte. Grummel, Grummel. Ja, das ist natürlich jetzt weniger schön. Ganz klar. Aber wir machen das folgendermaßen. Nehmen den hier mit rein. Ja. Klatschen mal die beiseite. Und dann gucken wir mal, die Morlock-Ritter haben wir dabei. Damit ziehen wir auch selber Morlocks raus hier. Und machen uns das Ganze zunutze. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen eklig, muss ich zugeben. Jetzt wird's eklig. Jetzt brauchen wir natürlich dann unser Schäfchen. Unser Schäfchen muss jetzt hier ran. Als erstes gucken wir mal, was wir hier rausholen. Ah, oh. Hier klatscht es ganz schön. Hier klatscht es richtig. Wir nehmen dann unser Schaf mal lieber noch mit rein. Für die nächste Runde. Den muss ich jetzt hier rausnehmen. Und den würde ich noch ganz gern behalten. Das heißt, was machen wir, Freunde? Ziehen den mal raus. Jetzt gucken wir erstmal, was er macht. Jawohl, er geht also aufs Ganze. Ist auch in Ordnung. Ist ja richtig so. Boah. Aber jetzt kommt unser Schäfchen und da räumen wir mal hier den ganzen Haufen weg und das war's dann für ihn. So. Also. Wir ziehen trotzdem mal unser Kärtchen. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Jawohl, der ist doch schon mal nicht schlecht. Ne? Der ist doch schon mal nicht schlecht. Und den lassen wir mal hier schön dagegen klatschen. So, der gefällt mir hinten noch nicht so ganz. In den Kampf! Den Timo hier oben noch drauf. Der Rest geht ja jetzt leider flöten. Wie man so schön sagt. Achtung, festhalten. Jawohl. So, jetzt rufen wir auch unseren Kollegen mit dazu. Und wir geben uns mal wieder in etwas Leben. Jetzt holt er sich natürlich drei Karten durch seine Feldenfähigkeit dazu, das ist ganz klar. Soll uns jetzt aber nicht stören. Jawohl, danke. Immer schön, ja. Okay, jetzt räumt er auf. Jetzt räumt er auf. Aber er hat nicht mehr viel. Ja. Er hat nicht mehr viel.
Schilde hoch, großer Alarm, jawohl. Und weiter jedet. Also die erste Welle muss man einfach überstehen. Dann sollte das Ganze kein Problem sein, sage ich jetzt gerade. Jetzt hat er natürlich nochmal schön eingucken lassen. Tja. Müssen wir wohl so machen? In den Kampf! Gehen wir hier raus. Waffensysteme aktiviert. Gehen wir hier weg. Und noch ein bisschen Warlock für die Suppe. Jetzt hatte ich gedacht, ich hab's im Griff. Es kommt doch nochmal ganz gut zurück hier, der Kollege. Jetzt geht's darum, wer ist schon da fertig? Ungünstige Karte. Wir verdoppeln. Schmeißen unseren Kollegen raus. Den noch dazu. So. Jetzt müssen wir erstmal den hier erledigen. Der gefällt mir schon mal gar nicht. Was liegt jetzt hier rum? 3, 6, 7. Ihn hier. Und ihn hier. So. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Heilung bekommen hier irgendwie. Ich habe ein paar Karten dabei. Heiliges Licht und so weiter. Jawohl, danke. Gut, er versucht hier. Ah, genau, der ist das super. Wächter der Könige. So ist es. Gerechtigkeit, Freunde. Also. Waffensysteme aktiviert. Einmal. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal auf ihn drauf. Ich bin nicht lange rumgefackelt. Jawohl. Jetzt hat er ja eigentlich auch schon verloren, das weiß er. Aber wir ziehen das Ding trotzdem durch. Nicht mit mir. Nehmen wir den hier raus. Die Karte schmeißen wir einfach mal weg. Und noch was dazu. So. Also. Bautz. Rampazamba. Den nehmen wir uns wieder weg alles. Und auf Wiedersehen, Riesenflosse. Ja, hurra. Da haben wir's. So. Damit die Riesenflosse beseitigt. In der nächsten Folge gibt es natürlich dann den dritten Boss hier. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das Deck an. Vom Paladin. Also hungrige Krabbe. Am besten zweimal mitnehmen. Ich habe sie nur einmal. Damit kann man mal einen schönen Moloch raushalten. Und ein bisschen aufpushen. Moloch ist Zeitenrufer für uns. Ja, weil er spielt ja fast nur Molochs. Den, wenn es geht, mit rausspielen. Gerade am Anfang kann man gleich ein paar Punkte holen. Gleichheit, heiliges Licht und so weiter und so fort. Hier seht ihr das ja alles in Zeitlupe. Explosives Schaf, stabiler Ghoul, Untergangsverkünder, wenn gar nichts mehr geht, auch mal den mit reinbringen. Und natürlich war hier Moloch-Ritter ganz witzig. Man weiß natürlich nicht, welchen Moloch man bekommt, aber ich habe es jetzt schon mehrfach gespielt. Im Prinzip eine klasse Karte hier in dem Deck. Gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg damit und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Kingston.